Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kasi zeigt's euch. Ja, ich stelle euch heute wieder einen Akkustaubsauger vor. Und zwar von Black & Decker. Die machen nicht nur Werkzeug. Ich habe euch schon mal einen vorgestellt, einen Akkustaubsauger von Daik. Und ich muss sagen, mit seiner Akkuleistung bin ich noch nicht so einverstanden. Darum habe ich dieses tolle Teil bekommen zu Weihnachten. Ist doch schön, wenn Frauen zu Weihnachten was kriegen, was beim Saubermachen hilft. Wir brauchen Diamanten. Egal, ich zeige euch das jetzt mal. Wichtig dabei ist, der sagt euch, wenn was mit seinem Akku nicht stimmt. Und das finde ich wichtig. Wir haben ganz viele Akkustaubsauger jetzt schon getestet. Da hält der Akku gerade mal eine halbe Stunde, 5 Minuten und du schaffst es einfach nicht, deine Wohnung bis dahin zu saugen. Ist furchtbar. Wenn hier diese LED-Anzeige blinkt, ist er noch nicht voll. Ist sie voll, lässt durchgehen. Wenn nur einzelne kleine Waben blinken, stimmt auf jeden Fall was nicht mit dem Akku und ihr solltet in eine Werkstatt gehen und das fachmännisch untersuchen lassen. So, ihr seht vom Aufbau her, ist er wie die meisten anderen Akkustaubsauger. Du hast den Stiel, den du einsetzen kannst, um verlängert in Ecken zu kommen. Du hast mehrere Bürsten. Hier, eines da unten für Polster in der Halterung. Wobei ich sagen muss, die Halterung muss wirklich an der Wand festgemacht werden. Die ist sonst zu wackelig. Ihr habt das Herzteil, wo der Motor drinne sitzt. Und auch unten, gut, der ist jetzt vom Gelenk her unten schöner, aber das ist auch bei allen eigentlich gleich. Fangen wir mal an. Wichtig mit dem Akku habe ich euch schon erzählt. Per Knopfdruck kann man hier einfach die Verlängerungsschiene rausholen. Ich denke, das ist auch klar bei den meisten. So, was er hier noch hat, ist dieser Schlauch. Seht ihr das? Den kann man einzeln abmachen. Und kannst, während du ihn entweder als Handgerät benutzt oder als normalen Sauger, damit in die Ecken kommen. Hübsche Idee, funktioniert auch gut. So, das eigentlich Wichtige bei dem aber ist, und ich musste sagen, ich musste das erst lange probieren, weil es gibt so gut wie keine Videos von dem. Der ist neu auf dem Markt und es war nicht ganz einfach. Also, wir haben hier das Herzstück, das man einfach durch Ziehen aus der Halterung herauskriegt. Die lege ich jetzt so kurz mal beiseite. So. Das ist schon mal nicht so üblich wie bei den anderen. Also wir haben hier die Filter. Vom Werk her werden auch Luftfilter mitgeliefert mit Geruch. Also wer das haben möchte, der kann dann sich gleich einen blumigen Geruch mit hineintun. So. Wenn man das hier unten betrachtet, ist das anders als die, die ich bisher probiert habe. Da ist nämlich ein Verdichter drin. Man kann das hier, während man saugt, man braucht schon ein bisschen Kraft. Also meiner alten Omi möchte ich den nicht antun. Also, aber für junge Leute im Haushalt kein Problem. Du kannst den Staub diffuseln dort drinne verdichten. Das heißt, es passt im Endeffekt viel mehr rein. Und auch wenn du ihn dann aufmachst und rausnimmst, hast du nicht überall diese Staubwolken, die ja für Allergiker furchtbar sind. So, dann, wenn ihr verdichtet habt, hier drücken. Und die Kartusche geht raus. Den Motor lege ich jetzt erstmal beiseite, weil ich möchte euch die Reinigung zeigen. Du kannst nach dem Verdichten, selbst wenn du deine Fingernägel gerade gemacht hast, ist das kein Problem, hier drücken. Ich nehme meinen Eimer her, ich möchte das jetzt nicht alles unten haben. Und dann springt dort unten die Klappe auf. Gesehen? Du brauchst nichts machen, du musst den Schmutz nicht anfassen. Klappe auf, ausschütten, fertig, kein Problem. Du kannst aber auch, sollte man regelmäßig machen, gerade bei Allergikern, das komplette Teil abnehmen und den Behälter auswaschen. Ich tue den jetzt wieder dort rein. Hier oben ist die extra Filterkartusche für den Staub. Auch die lässt sich rausnehmen. Seht ihr das Netz? Dahinter ist einer, der ewig ähnlich ist wie bei den normalen Bodenstaubsaugern. Der Devil hat auch so einen. Das kann man auch auswaschen. So, ich tue das wieder da rein. Also von der Hygiene her für so einen Staubsauger super. Ich packe das wieder zurück in den Motor, damit ich euch noch schnell die Bürste unten zeige. Die ist auch ein kleines bisschen anders. Ihr müsst immer gucken, dass das wirklich klackt, sonst ist es nicht richtig drin. So, das wieder zurück ins Handgerät. So, und jetzt zeige ich euch noch eben die Bürste unten.
Die, muss ich sagen, ist auch ein wenig friemelig. Wenn ich die nämlich ausbauen will, weil zum Beispiel Haare da drin sind, hilft da nicht nur drücken, du musst das ganze Gerät hier rausholen. Aus dem Gerät kannst du dann die Bürste holen. Das finde ich jetzt ein bisschen umständlich, aber gut, müsst ihr selber entscheiden, ob es das wert ist. Dann tue ich den hier zurück und zeige euch jetzt, warum ich das alles ohne Inbetriebnahme erklären musste. Das ist das Einzige, was ich an dem Gerät furchtbar finde. Ich habe da schon mal Katzenstreu hingetan. Das ist nämlich das Problem bei den Akkustaubsaugern. Die kriegen die, weil sie zu robust ist, weil es wie Steinchen ist, meistens nicht gesaugt. Er hier saugt wirklich eine Stunde und schafft das. Aber ich zeige euch gleich warum. Achtung! Einschalten. Mitbekommen? Hat man es gehört? Ich kann das gerne nochmal vorführen. Also er schafft das wirklich ohne Probleme. Aber ein Gespräch oder telefonieren dabei ist leider nicht möglich. Das ist das Einzige, wo ich sagen muss, da sollte vielleicht Black und Decker nochmal rangehen. Er ist laut. Er ist sehr laut. Aber ansonsten, der Power ist da, die Reinigungskraft ist da, um dafür mal schnell durch die Wohnung zu gehen, ist super. Nun muss ich euch noch was zeigen, weil ich habe das schon gesehen. Das kann man separat auch steuern. Der Gute hat Licht. Ich habe erst gedacht, was das für ein Blödsinn ist, wenn ich am Staubsauger Licht habe. Aber unter der Küchenbank ist gar nicht verkehrt. Also auch mal schnell in der Dämmerung durchzusaugen, ohne Licht anzumachen, super. Dann ist hier noch etwas. Man kann die Powerleistung erhöhen. Einfach durch Touch. Ich schalte die ungern nochmal an, aber ich muss euch das zeigen. Das ist doch mal ein schönes Spielzeug, oder? Und man kann wählen, ob man die Bürste mit Drehen dazuschalten will oder nicht. Auch einfach durch Touch. Also ein wunderschönes Gerät von Black & Decker. Die haben sich echt was einfallen lassen. Und das, was wirklich für ihn spricht und was ich bisher bei allen anderen noch nicht gesehen habe, ist der Power, die Kraft. Ich finde den super. Ich empfehle ihn gerne, weil an den kann ich bisher nur bemängeln, dass er einfach laut ist. Aber das ist Black & Decker. Schreibt mir doch, wenn ihr wisst, ob man da noch was anderes dran tun kann. Ich denke, ich habe euch alles gezeigt, was er machen kann. Aber vielleicht habe ich was übersehen. Einen Gurt gibt es noch, um ihn an der Schulter zu tragen, jedenfalls die Hauptstation. Aber benötige ich nicht. Und darum viel Spaß mit dem Gerät.